Leute, wir gehen baden und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, heute mal wieder mit Fatzecam. Und ich war gestern überrascht, dass ich irgendwo so ein Video gesehen hatte, dass hier so ein neues Event kommt. Und das Event, eigentlich sind so Events bei Supercell immer so angekündigt mit so einem komischen Typen hier unten. Achtung, hier passiert was Schreckliches im Dorf und so weiter. Aber so Schreckliches passiert gar nicht im Dorf. Denn wir haben nur so einen unscheinbaren kleinen Eisteich hier, so heißt er, glaube ich, oder Super-Eisteich. Also ein Super-Eisbad ist das. Wir gehen also baden und sieht auf jeden Fall witzig aus. Also mal sehen, wie sich dieses Event hier anfühlt, auch wenn es jetzt nicht angekündigt ist von irgendeinem NPC hier oder so. Also Supercell wird da auch immer Mauer. Einfach so neues Event, Leute, macht mal. Ja, machen wir mal. Okay, wir haben auch schon was freigeschaltet. Ist unheimlich schwer, dieses Event. Denn ihr ahnt es schon, irgendwas Supermäßiges kann man sich ja freischalten und hurra, Superdrache im Rampenlicht. Aha, ich guck mal gerade, wie viele Wochen wir jetzt Superdrachen spielen müssen. Also Sterne aus Mehrspielerkämpfen bringen die Eiswürfel, setze für mehr Eiswürfel den Superdrachen in Kämpfen ein. Okay, hol dir Belohnung wie Supertruppen, Medaillen und Erze, mach ich. Hol dir mit gesammelten Medaillen noch mehr Belohnung bei Händler. Da gucken wir gleich mal. Und der Superdrache kann in kürzester Zeit trainiert werden und erreicht den durch dein Rathaus höchstmöglichen Level. Also das Event kann man dann auch schon ab Drachen Level 2 spielen, beziehungsweise ab Drachen Level 1, also ab Rathaus Level 7. Oder vielleicht auch schon eher. Nee, ich denke mal ab 7, weil ab 7 hast du erst die Drachen. Okay, wir gehen mal auf weiter. Und Junge, das ist ziemlich schwer, muss ich mal so sagen. Also hier diesen Klick zu machen, also den Superdrachen freizuspielen, ist schon heftig. Ich will mal gucken, wie sich das jetzt hier verhält. Wir gehen gleich wieder hier rein in die Maske. Denn bei, ich muss mal eben schauen, ja, hier kann ich jetzt, hier sehe ich jetzt alle drei, also 9 Tage, 21 Stunden und ein paar Minuten geht dieses Event, also knappe 10 Tage. Und ihr seht, ich habe jetzt 3 Supertruppen freigeschaltet. Ich hatte erst die Vermutung, dass beim Rathaus Level 7, 8 und so weiter hier dann auch eine Tonne steht, wo man sich den Drachen hat freischalten lassen. Lasst euch da nicht beirren, von 7, 8, 9 bis zu 10, also ab 11 hat man ja erst die Tonne, habt ihr das ganz normal hier im Menü den Superdrachen drin und habt da nicht eine Tonne stehen und könnt diesen Superdrachen trainieren, sondern er ist einfach hier vorhanden, braucht natürlich wie gewohnt 40 Platz, Trainingszeit sind 3 Minuten. Ohne Pass, mit Pass 2 Minuten 33 ist auch die erste Verschlimmbesserung. Und wir gucken hier mal rein in das Super-Eisbad, was es hier gibt. Es gibt Super-Medaillen, es gibt Glanzerz, es gibt Glimmererz, also Erze ohne Ende. Es gibt diesmal keinen Schmuck am Nachthemd oder noch irgendeine Truppe. Ja, aber es gibt hier, so wie ich das gesehen habe, zwei Dekorationen. Einmal hier den Steinglobus und ich glaube am Ende gibt es auch noch mal was. Da gibt es den Koboldentdecker. Ich glaube, den gab es schon mal, oder? Gab es nicht schon mal den Koboldentdecker? Ich glaube, den gab es schon mal. Und es gibt den Feuerball. Es ist eine epische Ausrüstung für den Warden. Sehr krass, habe ich mir gestern angeguckt bei Izo. Ja, sicherlich zu gebrauchen. Nicht in allen Angriffsstrategien, aber in einigen Angriffsstrategien kann er dann doch schon hilfreich sein, wenn er so ein ganzes Compartment hier wegmacht. Aber auch da haben wir gestern gesehen, er macht ein ganzes Compartment weg, wenn nicht die neuen Defenses, also vor allen Dingen die verschmolzenen Defenses da drin sind, die schafft er nämlich nicht zu knacken. Da muss man dann nochmal einen Hit nachsetzen. Aber okay, dann wollen wir den Superdrachen nochmal benutzen, würde ich sagen. Heute in dem Video habt ihr ja gesehen, Ligaaufstieg und so weiter. Wir haben es jetzt aber leider verpennt, hier ein wenig Clankrieg nachzustarten, macht aber glaube ich nichts. Und aber wir müssen jetzt viele, viele Sterne machen. Anfragen tue ich jetzt mal nicht. Ich packe mir den jetzt hier rein in meine Kaserne, müsste er eigentlich reinpassen, weil der braucht 40 Platz. Den kann ich nicht nehmen hier, wieso nicht? Achso, weil er hier hinten ist, ja, okay. Weil er hier hinten ist, also wir müssen den Superdrachen benutzen, 40. Dann nehmen wir noch einen Rocket Loon dazu und das Ding hier. Und kaufen das mal. Was haben wir für eine Armee am Start? Wir haben, okay. Hawk Rider. Ich will nicht sagen suboptimal, aber ja, kann man was mitmachen. Schauen wir mal, gehen wir mal rein in die Suche und gucken mal.
Also 10 Tage Superdrachen. Ihr braucht sie nicht alle immer trainieren, sondern es reicht, wenn ihr in den hohen Accounts, also ab Rathaus Level 12 müsste das sein, habt ihr 40 Platz in der Clanburg, könnt ihr den auch einfach in der Clanburg mitnehmen. Ansonsten ist das natürlich ziemlich mau. Ihr könnt mit dem Rathaus Level 7 und 8 nur 5 Stück von den Typen mitnehmen, also von den Superdrachen mitnehmen, weil dann ist eure Kaserne voll, weil er halt 40 Platz benutzt, aber ich will mir mal die epische Fähigkeit auf jeden Fall möglichst schnellstmöglich freischalten, denn ich habe extra jetzt mein Erz und so nicht ausgegeben, aber vielleicht gebe ich es doch für die Gladiatorin aus. Muss ich mal gucken, wie sich das Ganze verhält, aber wir brauchen so ein paar mehr Sternchen. Und dann gucken wir mal, dass wir hier oben reingehen, würde ich mal sagen. Kaserne hier mit drin, wir haben den Eispfeil equipped und wir haben einen Ballon equipped, sehr schön. Und hier oben brauchen wir auch gar nicht großartig funneln, denn es gibt hier nur einen Eingang in diese Base und der geht hier straight rein. Sehr schön, lassen wir das mal laufen und mal gucken, ob wir hier auch unseren zweiten Mauerbrecher noch mit reinbekommen, Richtung Adler-Compartment. Jawohl, dass wir den Adler wenigstens schaffen und vielleicht auch, wir könnten eigentlich auch ein bisschen mehr schaffen. Mal gerade checken, wir können auch ein bisschen mehr schaffen. Der Magierturm müsste da nur down gehen. Wir können den auch mal boosten hier. Also der ist schon mal weg. Mal sehen, wo uns die Queen hinzieht. Zieht uns, kriegt gerade ganz schön Feuer, okay. Die kriegt gerade ganz schön Feuer, Leute. Aber es geht noch. Nehmen wir hier den King mit drin. Hier die Kaserne. Und mal sehen, meine Sensi ist jetzt erstmal beschäftigt. Oh, lass sie doch in Ruhe da. Ah, der Eispfeil, okay. Macht natürlich keinen Flächenschaden. Ist aber nicht so schlimm. Bei denen da noch mit rein. 1, 2, 3, 4. Und ich würde sagen, wir nehmen dieses ganze Compartment hier mal komplett in den Frust rein. In den Frost rein und gehen hier jetzt rein mit unseren Hoggies. Ich muss natürlich sicherstellen, das hatte ich die Tage schon nicht. Ich muss natürlich sicherstellen, dass ich den, jetzt da kommen sie schon raus, dass ich irgendwann mal das Ding hier öffne. Denn mir ist es auch schon passiert, Leute. Mir ist es auch schon passiert, dass ich vergessen habe, die Karre zu öffnen. Beziehungsweise, wo sind hier meine restlichen Hocks? Die sind gar nicht mehr da. Okay, die Fischleiche lasse ich hier noch rein. Aber das haben wir ganz gut gemacht. Mal gucken, wie viel wir für 3 Sterne bekommen. Mal sehen, was es für 3 Sterne gibt hier. Sehr schick. Giften wir nochmal durch. Und dann haben wir alles geschmissen. Ich hoffe, der Drachen war mit dabei. Ja, es gibt den Bonus. Für die Nutzung des Drachens solltet ihr auf jeden Fall machen, den Bonus immer mitnehmen. Also ihr braucht nicht auf eure Heimangriffsstrategie zu verzichten, wie ich jetzt gerade hier nicht auf den Hybrid verzichte, nur weil ich den Superdrachen einsetzen muss. Also ihr könnt ihn einfach irgendwo setzen. Leute, da müsst ihr halt 10 Tage lang durch, außer im Clankrieg. Da macht er das bitte nicht. Aber ist natürlich sehr cool. Und dann bauen wir die mal nach. Ich kann ja meine ganz normale Armee nachbauen. Und habe ja nur den Drachen in der Kaserne gehabt. Das hat auch gezählt, habt ihr gesehen. Jetzt habe ich mir schon 2 Sachen freigeschaltet. Hier Supermedaillen und auch Glanzerz. Aber ich möchte auch ganz gerne auch den Pass haben. Gestern konnte man im Video übrigens nicht sehen, wie teuer der Pass ist. Mal gucken, wie teuer er ist. 5,99, das habe ich mir schon gedacht. Und dann schlagen wir eben mal zu. Ich muss sagen, ich schlage ganz schön häufig zu hier bei Clash of Clans, wenn ich das mal so auf einen Monat hochrechne, mit Pass, Eventpass und so weiter, dann schalte ich mir natürlich richtig viel frei. Okay, PayPal hat mir gerade gemeldet, ich habe was bezahlt, habe ich auch gemacht. Jetzt gucke ich mal, jetzt kann ich mir natürlich mehr Sachen abholen, mehr Glimmererz, mehr Supermedaillen, mehr Glimmererz, noch mehr Supermedaillen, Ausbildungsschub 30%, das ist geil. Das ist, ich hätte fast gesagt, das ist das Krasseste. Und dann haben wir den Feuerball schon fast freigeschaltet. Also richtig coole Sache, Leute. Solltet ihr in jedem Fall auch machen. Ich fordere jetzt nochmal an. Und warte mal, anfragen. Das sieht ganz gut aus. Senden. Und dann machen wir gleich unsere zweite Attacke. So, ich habe jetzt wirklich lange, ein bisschen länger suchen müssen. Denn ich meide im Moment natürlich jetzt für mich Bases, wo das Rathaus
ganz außen steht und ich komme nicht über das Rathaus rein, sondern eher über was anderes. Aber das ist auch cool, ne? Das ist auch cool. Da bleibt mir wirklich die Frage, gehe ich am Monolithen rein oder gehe ich hier hinten rein? Ich glaube, wir gehen hier hinten rein. Also nicht am Monolithen, sondern auf der Seite. Jetzt gucke ich mal zack, 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 Richtung Adler, würde ich sagen. Wir gehen mal Richtung Adler. Kann man übrigens auch mit Wardenwalk machen, Leute. Da versteife ich mich jetzt nicht drauf, mit was man diese Angriffsstrategie hier eigentlich fährt, würde ich jetzt mal so sagen. Und wie gesagt, da versteife ich mich jetzt nicht wirklich drauf, aber meine Queen kriegt hier schon ziemlich viel Feuer. Warum gehst du eigentlich nicht hin? Warum gehst du nicht in eine andere Richtung, ey? Ich mache da alles auf immer, alles. Dabei wollten wir nur den Adler haben. Müssen wir ein bisschen schneller sein. Gut, erster Held ist weg. Kommen aber nicht mehr Richtung Adler da. Sehe ich jetzt gerade. Zweiter Held ist auch fast weg, okay. Mal gucken, ob der Bogenschützenturm da vielleicht noch fällt. Und ich würde sagen, wir nehmen mal das gesamte Compartment hier hinten in den Zauber rein. Hier die Tonne. Den weg, den weg. Und hier mit den Rotzis rein. Entschuldigt bitte den Ausdruck. Entschuldigt bitte den Ausdruck. Rotreiter. Okay. Hätte man ja auch mal ein Gift setzen können, ne? Hätte Fahrradschlauch, ne? So, wo brauchen die ein bisschen Heil da? Cleanup kommt. Der Drache ist natürlich sehr, sehr langsam, Leute. Der Drache ist natürlich wirklich sehr, sehr langsam. Und wir kämpfen immer noch die ganze Zeit gegen den Adler. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, aber ich muss jetzt ein Tod irgendwie sterben. Entweder Monolith oder Adler mitnehmen. Beides nicht bekommen. Beides nicht bekommen. Aber ja, mein Cleanup funktioniert. Ja, Cleanup funktioniert auf jeden Fall. Okay, ihr müsst daran denken, Leute, der Drachen ist sehr, sehr langsam. Also nicht zu spät setzen. Sonst lauft ihr ganz, ganz schnell in einen Timefail. Aber hier auch nochmal gezündet. Und ich habe natürlich immer noch Ausrede. Der hatte keine Clanburg. Ne? Der hatte keine Clanburg, aber schön gemacht hier. Ich habe jetzt noch zwei Sachen gesehen. Beziehungsweise eine Sache eigentlich noch gesehen hier in dem Event. Also ich werde auf jeden Fall echt viele Accounts wahrscheinlich spielen, weil du musst die Sterne machen. Je mehr Sterne, desto mehr Eiswürfel und desto mehr Bonus. Keine Frage. Das haben wir uns auch nochmal reingeballert hier. Und was wirklich heftig ist, muss ich wirklich sagen, sind natürlich jetzt nicht die Sachen, die es hier, also die Sachen, die es hier gibt, sind sowieso jenseits von Gut und Böse. Aber mit der 30%igen Verschnellbesserung hier, die wir schon eingelöst haben, diese hier und den 20% im Pass, Leute, das ist echt gigantisch. Den 20, ich habe sie noch nicht ganz erreicht, ich will die gleich mal erreichen. 50% dann dauern nämlich die Superdrachen, wenn man sie baut, nur noch 1 Minute 50, ne? Im Moment dauern sie 1 Minute 39 nur, okay? Obwohl ich die Verschlimmbesserung noch gar nicht habe. Aber ich habe schon eine drin, ne? Ich habe schon eine drin mit 10%, glaube ich. 20, 60, 50%. Habe ich schon eine drin hier über den Pass? Muss mal gucken, eingefordert habe ich schon. Ah ja, wir haben schon 20%. Wir haben schon 20% drin. Also die Drachen brauchen dann kaum noch Zeit, selbst ohne Pass. Bei 30% sind wir bei 2 Minuten 6, glaube ich, oder sowas. Ne? Irgendwie so, aber dann brauchen die wirklich unheimlich nicht mehr so lange. Obwohl, die kommen auch spenden gerade. 2-1. So. Und, aber schönes Ding hier, schönes Event. Naja, ich sag mal so ein bisschen unscheinbar. Keine Frage, gibt es das natürlich auch mal wieder im Shop. Wenn ihr hier natürlich was kauft, dann tragt einen sinnvollen Creator-Code ein. Zum Beispiel so. Und dann hat der auch was davon, wenn ihr euch die Medaillen kauft. Oder wenn ich sogar den Weltraumkönig, ich habe noch 20 Tage Zeit, mir den zuzulegen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich den Bass hier nehme. So wurde er am Wochenende zumindest benannt. Ich finde ihn ja gar nicht mal so schlecht.
Aber ob er mir wirklich 12 Euro wert ist, das weiß ich noch nicht. Naja, okay, wir werden auf jeden Fall mehr sehen aus dem Event hier. Und ich hoffe, die Folge hat euch oder die zweite Folge auf dem Montag hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben. Achtet bitte auf meine Livestreams, Näheres in meinem Streamplan. Der kommt heute erst, glaube ich, raus auf Discord. Und dann sehen wir uns in weiteren Videos und in den Livestreams. Tschüss, euer Toto. Flasht.